Wann war das letzte Mal, dass der Sound so hart war, dass mir die Kopfhörer abgefallen sind, ja? Er hat einfach den Sound verstanden. Er hat die New Wave verstanden. Ja, Selemir, wir haben einen Hit. So, weißt du? Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer brandneuen Folge Feuer im Stu. Heute mal wieder etwas ganz Besonderes. Es ist mitten in der Nacht. Ich habe mal wieder Bock, eine Mitternachtsreaction zu machen. Und heute haben wir etwas Besonderes, denn Rata hat einen neuen Song gedroppt. Und er hat einen Deutschrap-Newcomer als Feature dabei. Und ja, nicht nur irgendjemanden. Es ist Blade. Blade. Der Mann mit der Brille ist mit Rata auf einem Song, der nennt sich Follow Me. Ich bin sehr, sehr gespannt, was jetzt erscheint. Und meine Community-Frage an euch ist: Welcher Deutschrap-Newcomer sollte als nächstes mit Rata auf einen Song steigen? Schreibt mir gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Meine Antwort gibt es wie immer am Ende des Videos. Außerdem folgt mir gerne auf Instagram. Dort könnt ihr mir jederzeit alle eure Newcomer schicken. Ihr könnt mir Songs von euch oder euren Homies schicken. Außerdem abonniert gerne den YouTube-Kanal. Ich habe mir bis zum Ende des Jahres das Ziel gesetzt, 4000 Abonnenten zu machen. Wir sind jetzt gerade bei 2631 Abonnenten. Ja? Lasst uns die 4000 Abonnenten bis zum Ende des Jahres knacken. Und jetzt lasst uns nicht lange reden, ja? Rata und Blade. Follow me. Let's get it. Sisi. Wir machen Paraya Salame. Falame, falame, falame. Wir machen Paraya Salame. Guck mal, es gibt, wir können uns gar nicht auf den Song einstellen, ja? Du musst gar nicht lange warten. Wir warten gar nicht lange. Wir starten direkt 100%. 100%. Wir machen Paraya Salame. Falame, falame, falame. Wir machen Paraya Salame. She goes hard. Der Beat, das ist irgendwie so ein, erinnert mich irgendwie so ein bisschen so an irgendwie so irgendwas Mexikanisches, so ein bisschen so krank. Also jetzt schon, Digga, der Song lief 20 Sekunden und ich bin jetzt schon völlig am Durchdrehen einfach. Komm in das Game ganz locker. Redest zu viel, kriegst Knocker. Sollte ich broke sein, mach ich dich safe, Brocker. Scorpions aus dem Schiebedach, Tocker. So, dieses Verzerrte, das macht diesen Beat auch irgendwie so krass, ja. Ist so ein bisschen wie, was fällt mir jetzt als erstes ein? Ich glaube so, Look at Me von X würde mir das da am besten einfallen, wo das halt so mit Absicht verzerrt war. Ja, aber ich finde, hier kommt das auch sehr, sehr nice. Die Rapper schreien Gang, Gang, Gang. Doch drücken ab an die Gang, Gang, Gang. Droppe die Alben und mache die Business. Muss bis ich selbst ein Major Label bin. Alles oder nix ist rich. Man muss auch sagen, ja, wirklich. Big Shoutout an Rata. Also nicht nur, dass er einfach eins wirklich der krassesten Labels aktuell in Deutschrap hat. Er ist auch selber einfach noch ein sehr stabiler Rapper. Ja, das ist nicht einfach, weil er muss nicht rappen. Er muss nicht rappen. Er macht doch so sein Money, so. Und wer weiß, wo das Gold versteckt ist, so. Aber er muss nicht rappen. Und er ist trotzdem ein stabiler Rapper. Und zwar nicht nur so, er hat nicht nur seine alten Flows, so. Sondern er hat auch so diesen New Flavor. Sag mir, wie soll ich dich denn ernst nehmen, wenn du fresh bist, nur weil du auf Teddy bist? Ich warte, bis du runterkommst. Fünf Flüchtlinge erschrecken dich und filmen dich, wie du Pipi bist. Wir machen Paraya Salame. Wir machen Paraya Salame. Guck mal, die Hook. Ihr wisst, man muss auch Rata jetzt nicht erzählen, so. Der Typ weiß, wie man Hits macht, so. Der hat ein Rezept. So, das muss rein, das muss rein, das muss rein. Ja, Selemir, wir haben einen Hit, so. Weißt du? Falame, falame, falame. Wir machen Paraya Salame. Falame, falame, falame. Wir machen Paraya Salame. Falame, falame, falame. Bevor jetzt Blade entsteigt, bitte sagt mir, wer aus der aktuellen Generation würde sich herunterbegeben, ja, um mit Deutschrap-Newcomern ein Feature zu machen. Jeder ist sich zu eitel im Deutschrap. Jeder denkt nur an sich. Bin ich der Meinung? Also vielleicht denkt ihr das, vielleicht habt ihr das auch anders im Gefühl so. Aber ich finde, die Modus Mir-Rapper hängen schon sehr in ihrer Bubble ab. Oh, ich, wer ist denn das? Mal mit der Brille mit Bass. Und die in Schwarz im Emmel ein Ass. Dein Messe war krass. Ha, ich mein nur Spaß. Bro, er ist anders hart reingegangen, ja? Oh mein Gott. Stellt euch vor, ihr wüsstet nicht, dass Blade dabei ist und er kommt so rein. Überlegt euch mal, wie krass das gewesen wäre. Wäre anders gewesen. Auch mich, nein, Digga, nicht dich. Wenn der Deutsch schreibt, denn das ist meine Pflicht. Komm aus dem Baba, sieht aus wie Geld. Ich step mit dem Max, guck, wie das Eis bricht. AKM, Dunkel und Scheine im Licht. Ich glaube nicht so laut, denn sonst machen meine Nachbarn noch auf, ja? Leute, was denn mit diesem Video einfach schon, ne? Das ist einfach Gorilla-Flow, ja? Er hat einfach alle in Schwarz gekleidet, so. Die Szenerie ist schon mal perfekt, ja? Bin ein Mysterium wie Akte X.
deine Zahn. Ich habe mehr Biss und dauernd auf Attack. Will alles oder nix. Wann war das letzte Mal, dass der Sound so hart war, dass mir die Kopfhörer abgefallen sind, ja? Ich weiß, wir hatten das schon mal, aber kam lange nicht vor, ja? Sound hart. Sound hart. Mix. Für mich unstoppable wie die MX. Du sagst, du bist am Machen, wir machen richtig. Falle mir. Wir machen Parajasalami. Er hat den Sound verstanden. Danke, Khatar. Danke dafür. Er hat einfach den Sound verstanden. Er hat die New Wave verstanden. Wir machen Parajasalami. Falle mir. Wir machen Parajasalami. Falle mir. Ja, das war's mit dem Video. Was sagt ihr zu dem Song? Was sagt ihr zu dem Move von Khatar, Blade als Feature zu nehmen? Ich find's einfach nur nice. Ich finde, der Song ist nice. Der Song, der Vibe ist perfekt geworden. Die Hook ist nice geworden. Khatars Part geht nicht unter gegenüber dem von Blade. Blade reißt natürlich komplett ab. Video, es ist einfach top. Es ist alles einfach nur top geworden. Wirklich, big Shoutouts an eigentlich alle, die irgendwie mit involviert waren. Und hat mir mega Spaß gemacht, das Video zu gucken. Ich finde es schön, dass New Wave langsam auch ankommt. So. Und was sagt ihr zu dem Song? Schreibt mir gerne unten in die Kommentare. Als nächstes, ich persönlich finde, jetzt vielleicht nicht in Verbindung mit Khatar, aber ich finde, der Nächste, der auf jeden Fall auf dem Schirm sein sollte, ist Johnny Five. Krasser Typ, hat einfach geisteskrank andere Vibes. Genau. Ansonsten folgt mir gerne auf Instagram, YouTube, ihr wisst, dies, das. Wave Gang, till I die. Gang! Ciao!